Aloy, du bist zurück. Ja, ich will nur mal sehen, wie es allen so geht. Du meinst, nachdem wir unten jemanden getroffen haben, der so aussieht wie du, aber jemand anderes ist? Für dich ist es bestimmt noch viel seltsamer als für uns, ha? Huh? Ein wenig. Val meinte, sie könnte uns bei unserer Mission helfen. Vielleicht. Du hast Beta getroffen? Val meinte, sie sei verletzt. Ich dachte, ich bringe ihr einen Extrakt gegen Schmerz. Das war nett von dir. Ich hoffe nur, sie hat nicht die Absicht, sich da unten weiter so einzugraben. Anscheinend hat sie nur selten das Tageslicht gesehen. Was hast du noch gemacht? Ich habe Gaias Sprosse studiert, die Unterfunktionen. Ich wollte verstehen, wieso einer von ihnen Faso etwas antun würde. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn sah. Hephaestus. Und herausfand, dass er half, all die Maschinen, auch die Landgötter, zu schaffen. Wir Utaru schulden Hephaestus also unsere Art zu leben und unsere aktuellen Probleme. Deshalb müssen wir Gaia wieder vervollständigen. Hast du was Interessantes erfahren? Es gibt viel zu lesen, seitdem Eta mit Gaia wiedervereint wurde. Schwer vorstellbar, dass Maschinen wie Sturmvögel einst halfen, den Himmel zu heilen. Als Kind hatte ich furchtbare Angst vor ihnen. Bei Donner kriege ich immer noch Gänsehaut. Doch alles, was Gaia erschafft, hat einen Zweck, oder? Ja. Und wenn wir Hephaestus holen, kann sie die Sturmvögel für uns gewinnen. Ich muss jetzt weiter. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Aloy, gut, dass du heil zurück bist. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es eine Verletzung? Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomme es hin. Ja. Fahre hoch. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Far Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also sind die Nachfahren von Far Zenith von einem sterbenden Planeten geflohen? Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren, es sind sie selbst, die die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht. Nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zeniths damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich müsse es reparieren. Aber die Zeniths wollen das wohl nicht.
Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Also wollen die Sinips das Leben auf der Erde vernichten. Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Mission mitnahmen, sah ich, wie sie die Ureinwohner abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massen aussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, ohne ihren Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. Die Zeniths brauchten Elizabeths genetischen Fingerabdruck für Zero Dawns Einrichtungen. Also haben sie dich geschaffen. Dich trainiert. Und du hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren. Sondern, dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Die Neustadt der Erde zu ihrem Nutzen. Du weißt über das Ausrottungssignal Bescheid? Es war Spekulation, aber die einzige logische Folgerung, warum Gaia sich nach langem effizienten Arbeiten plötzlich selbst zerstörte. Gaia hätte eine so extreme Option nur dann gewählt, wenn sie eine Bedrohung für das Leben auf der Erde ermittelt hätte, die gefährlicher als das Einstellen ihrer Funktionen wäre. Ich hätte begreifen sollen, dass sie außerdem die Neuerschaffung von Elizabeth Sobeck anordnen würde. Naja, Überraschung. Wir haben es also mit denselben Falsinit-Leuten zu tun, die schon mal auf der Erde lebten. Was weißt du sonst noch über sie? Sie waren einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Sie kontrollierten fast alle wichtigen Rohstoffe und Industrien. Gerard befehligt sie. Er ist es, der entschied, eine Basis zu errichten. Die anderen, Eric, Tilda, Verbena, nehmen ihm seine Macht über sie übel, aber letzten Endes tun sie immer, was er sagt. Eric, mit ihm habe ich im Hades-Testlabor gekämpft. Er mag es, Menschen weh zu tun. Ja, ich weiß. Du sagtest, dass die Zeniths eine Basis auf der Erde haben. Wo ist sie? Vor der Küste, glaube ich. Wenn ich auf Mission gehen musste, wurde ich in einer Phantomdrohne transportiert. Ich konnte draußen nichts sehen. Aber ich konnte die Zeniths einmal darüber sprechen hören. Sie wollten einen Umkreis-Energieschild errichten, um die lokale Fauna abzuschrecken. Sie haben sicher noch andere Sicherheitsmaßnahmen. Phantompatrouillen, Maschinenköder. Es muss unüberwindlich sein. Was befindet sich in der Basis? Starteinrichtungen, über die sie zu und von ihrem Schiff im Orbit pendeln können. Und Infrastruktur, um Materialien zu sammeln und alles herstellen zu können. Sind da mehr Zeniths, als du getroffen hast? Ich weiß noch nicht. Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein, andere Überlebende der Kolonie. Du sagtest, dass die Zenith-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Mir hat man nur gesagt, dass sie Sirius wegen einer Naturkatastrophe verlassen mussten. Ich vermutete, es war ein extrasolares Objekt oder ein katastrophales Erdbeben. Oder es war vielleicht auch ein außergewöhnlich starker Sonnensturm auf Sirius A. Die Zeniths haben dir nie Einzelheiten genannt. Sie sagten, das einzig Wichtige war, dass sie überlebt haben. Zuerst die Erde vor 1000 Jahren und dann Sirius. Und das Altern scheinen sie auch zu überleben. Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen, hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Und als die Zeniths Eleuthias Position in der biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eleuthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Zenith mit dabei und wurde von den Rebellen getötet. Außerhalb der Anlage. Verbena ist tot? Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich sehe mir das mal an.
Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Als es an der Zeit war, den Sender der Zenith zu benutzen, um Eluthia zurück zur Basis zu schicken, habe ich eine verschlüsselte Nachricht übermittelt. Ich habe Verbena so lang abgelenkt, dass ich mich in der Ektogenesekammer einschließen und die Protokolle der Station so ändern konnte, als ob es nur 236 Behälter gäbe. Und der Gaia-Systemkern? Ich behauptete, dass ich Eluthia schneller fassen könnte, wenn ich ihn dabei hätte, und sie glaubten mir. Gut gemacht. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenesekammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elizabeths DNA benutzt haben. Elizabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia, die Avatare des Archivs, wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Farrow sie gelöscht hat. Die Zeniths haben eine Kopie. Also existiert sie noch. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite. Das muss frustrierend sein. In Ordnung. Ich glaube, das reicht erstmal. Willst du nach oben kommen? Oder? Also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie, und? Ich brauche immer noch zwei weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden, natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht mal, wer die Zeniths wirklich sind. Dazu kommen meine Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist so weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles und jeder wird sterben. Hey, ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich habe bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay, ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm, aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich komme später wieder und spreche mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden. Ich sollte das Waffenteil zu Gaia bringen. Er ist wie Gaias persönlicher Schmied. Hey, geht's dir und Erend gut? Nichts, das etwas Ruhe nicht richten kann. Bist du okay? Dieses Beta-Ding ist ja echt viel. Selbst für dich. Ich mach einen Schritt nach dem anderen. Das ist gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Wie kommt ihr mit Beta klar? Ich habe versucht, Erend zu erklären, was ein Klon ist. Er hat gar nichts kapiert. Dann sagte so etwas von zwei Bäumen, die aus einem Samen wachsen. Das schien ihm zu helfen. Offenbar haben sich alle eingewöhnt.
Zoe plant, alle möglichen Pflanzen hierher zu bringen. Sie meint, ein Heim sollte stets mit neuem Leben erfüllt sein. Hab Erend gebeten, ein paar zu suchen. Er würde lieber gegen ein Schnappmaul kämpfen. Trotzdem, keine schlechte Idee. Könnte diesen Ort etwas beleben. Schön, dass du dich mit Zoe so gut verstehst. Wir lernen sehr viel. Ich habe die Daten durchsucht, um Ideen für ein Geschenk zu finden. Als Dank für die Hilfe beim Studium der Glyphen. Etwas aus der alten Welt, das sie noch nie gesehen hat. Stattdessen erfuhr ich, dass sie sich ausgestopfte Tiere schenkten. Ein totes Tier mit irgendwas auszustopfen. Egal mit was, klingt für meine Ohren alles andere als schön. Vielleicht hilft Gaia dir, was anderes zu finden. Ich sollte zurück in die Wildnis. Ich behalte Beta im Auge, damit es ihr gut geht. Okay. Willkommen zurück. Fehler. Drohne offline. Aloy, wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Ja. Ich habe außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen, aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen. Moment, führe Scan durch. Erledigt. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht, wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eluthia, genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay. Eins nach dem anderen. Tja, ich gehe wohl besser wieder raus. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Danke, Gaia. Dann werden wir wohl Silents Waffe nicht benutzen. Und wir haben noch einen weiteren Klon von Elizabeth bei uns. Ich kann mich davon nicht ablenken lassen. Ich muss noch zwei nachrangige Funktionen auftreiben. Das ist etwas laut, Erend. Da ist etwas, das ich besprechen möchte. Es geht um die Landgötter. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Du wolltest über die Landgötter sprechen? Man könnte sie womöglich heilen, sodass sie Reinklang wieder mit Getreide versorgen können.
Gaia gab mir einige Anweisungen. Sie nannte es Neustartcode. Wenn wir ihn zu den Landgöttern bringen, wird ihre Störung enden. Das ist großartig. Vielleicht. Der Weg ist steinig. Wenn der Code nicht von Hephaestus kommt, werden die Landgötter ihn verweigern. Gaia weiß, wie man das umgeht. Wir brauchen Teile namens Kontrollkerne aus Maschinen, die von Hephaestus stammen. Maschinen ähnlich den Landgöttern. Du meinst Grimmhörner? Wie das beim Kampf in der Werkstatt? Ja, Gaia hat mir geholfen, im Westen zwei zu finden. Gut, die Maschinen erledigen, die Kontrollkerne holen, um damit den Neustartcode so anzupassen, dass die Landgötter gehorchen? Wenn alles gut geht. Aber zwei Grimmhörner zu erlegen, wird nicht einfach. Wir machen's gemeinsam. Sei gesegnet. Ich schicke dir die Position der Maschinen. Ich gebe Bescheid, wenn ich bei den Grimmhörnern bin. Gut. Wenn wir ihre Kontrollkerne bekommen, können wir die Landgötter vielleicht heilen. Soldaten verdienen, Rende. Du hast dich letztlich im Kampf bewiesen. Rotes Haar, scharfes Auge, Speer. Diese Zutaten sagen Nora-Kriegerin. Aloy, du hast Regala im Hain besiegt, richtig? Kein Gerücht kommt in diesem Land an einem Kochtopf vorbei. Küchen hacken Fleisch und servieren den Klatsch. War das, was du der Tenakt-Soldatin gesagt hast, nur Tratsch? Über Essen, das sie stärker machen kann? Glaubst du, Soldaten sind die einzigen mit Geschick? Klingen sind nicht nur für den Krieg. Schneide die richtigen Zutaten auf und du bist stärker im Kampf. Mit der korrekten Zubereitung. Dieses Essen kann mich stärker machen? Stärker, gesünder, resistenter. Es gibt unterschiedlichen Nutzen, je nachdem, wie ich es zubereite. Mit variabler Diät nutzt du die verschiedenen Bestandteile von Nahrung. Schau dir die Osseram an. Sie trinken nur Bier und werden selbst zu Fässern. Also warum glaubst du nicht, dass Nahrung dich auf andere Art verändern kann? Deine Freundin scheint nicht ganz überzeugt zu sein. Die Leute hier würden ihren Kopf in den Boden stecken und ihr Essen wie Graser rausholen, wenn sie könnten. Doch ich glaube, wenn ich Hekata oder irgendjemand hier den Nutzen zeigen kann, dann machen die anderen mit. Welche Zutaten brauchst du? Etwas Vogelfleisch und eine Geheimzutat. Wenn sie geheim bleibt, werde ich sie kaum für dich bekommen können. Wildvogeleier. Die Soldaten fassen sie nicht an. Sie sagen, Krieger essen nur Fleisch. Doch, ein echter Krieger zieht Nutzen aus allem. Ich besorge dir die Zutaten. Schau hier, Katta. Echte Soldaten sind in der Küche nicht feige. Du kannst die Eier auf der Insel in der Wüstenträne finden, einem See außerhalb der Mauern. Das Fleisch
bekommst du von den Vögeln in den Gräsern an den Stränden. Bring mir die Zutaten und du bekommst deine Mahlzeit gratis. Was kochst du denn heute? Ohne die Zutaten, die ich brauche, gibt es nur das, was auf dem Menü steht. Mögen deine Feinde fallen. Wir sollten unsere Verteidigung prüfen. Sie war zu leicht zu bekommen. Alle das in Regal. Gehe in ihn. Es müsste Gänseeier auf der Insel geben, wenn ich die Nester finden kann.